Wenn du weißt, wie du deine Zeichnungen schattierst, kannst du diese durch Dreidimensionalität und realistisches Aussehen auf ein völlig neues Niveau bringen. Nach diesem Tutorial wirst du mit ein wenig Übung in der Lage sein, deine Zeichnungen in kürzester Zeit überzeugend zu schattieren. Schattierung bedeutet, die Illusion von Tiefe zu erzeugen, indem man verschiedene Werte wie Grautöne auf bestimmte Bereiche der Skizze anwendet. Die Verwendung kontrastreicher Werte ist der Schlüssel zur Beschreibung von Volumen und der Lage von Objekten in ihrer Umgebung. Und darauf werden wir uns heute hauptsächlich konzentrieren, aber das ist noch nicht alles, wofür sie gut sind. Werte können dem Betrachter dabei helfen, zu entscheiden, wo er hinschauen soll, was in dem Bild wichtig ist. Sie können sogar beeinflussen, wie du dich beim Ansehen des Bildes fühlst, wie die Atmosphäre ist oder wie weit die Dinge entfernt sind. Letztendlich steht der Wert in Zeichnungen für Licht und den Lichtmangel, was genau das ist, was wir die ganze Zeit um uns herum sehen. Alles, was wir sehen wir als eine Reihe von Werten. Auch Farbe, aber selbst Farben haben einen Wert und deshalb ist es so wichtig zu lernen, wie man diese Werte erzeugt und wie man sie in seinen Zeichnungen unterbringt. Wie üblich gibt es mindestens so viele Möglichkeiten, Werte zu erzeugen, wie es Zeichenwerkzeuge gibt, alle mit ihren eigenen individuellen Eigenschaften. Welche Technik du auch immer verwendest, du solltest in der Lage sein, eine gute Auswahl an Werten mit genügend Kontrast zu erzeugen, damit sie sich voneinander abheben. Es gibt spezielle Zeichengeräte, die speziell für diese Zwecke hergestellt werden, aber du wirst überrascht sein, was man mit einem einfachen Kugelschreiber alles erreichen kann. Wie viele verschiedene Werte du brauchst, hängt davon ab, was du zeichnest, aber sagen wir mal, 5 sind für den Anfang eine gute Zahl. Der hellste Wert kann so hell sein wie dein Papier und der dunkelste Schatten kann so dunkel sein, wie du es mit deinem Zeichenwerkzeug erzeugen kannst. Dann füllst du einfach die restlichen Werte Schritt für Schritt auf. Je kleiner der Wertebereich ist, desto einfacher sind sie zu handhaben und was hilfreich sein kann, wenn du gerade erst anfängst. Achte auch hier auf einen ausreichenden Kontrast zwischen den einzelnen Werten. Jetzt möchte ich mit dir eine sehr einfache Methode der Schattierung durchgehen. Im vorigen Video habe ich diese Milchtüte gezeichnet, um Strichstärken und Konturlinien zu erklären. Ich werde sie hier einfach als Beispiel verwenden. Wir beginnen damit, die Hauptlichtquelle zu definieren oder besser gesagt eine Richtung, in die sie die Schachtel beleuchtet. Ich sage Hauptlicht, weil es immer auch Umgebungslicht gibt, das auf Oberflächen an den Schattenseiten trifft, aber das ist ein ganz anderes Thema. Im Moment müssen wir diese Form als eine Reihe von Ebenen betrachten, die jeweils in verschiedene Richtungen zeigen. In diesem Fall ist die Seite, die das meiste Licht einfängt, diese hier. Also markiere ich sie als Nummer 1. Das zweitmeiste Licht wird von dieser Seite hier oben eingefangen. Da sie in dieselbe Richtung wie die vorderste Ebene hier drüben zeigt, sollten ihre Werte gleich oder zumindest sehr ähnlich sein. Dann markiere ich einfach die restlichen Flächen, je nachdem, wie viel Licht sie reflektieren sollen. Jetzt wissen wir, dass wir 5 verschiedene Werte brauchen, um dieses Objekt zu schattieren. Ich rechne sie einfach hier oben aus. Okay, jetzt wo wir uns auf einen Wertebereich geeinigt haben, müssen wir sie nur noch auf die Ebenen anwenden, die wir gerade nummeriert haben. Die Schattierung mit gleichmäßigen Farbfüllungen wie diese gibt dir den Effekt der Dreidimensionalität und der Beleuchtung, aber wenn du etwas mehr Realität erreichen willst, kannst du dynamischere Werkzeuge verwenden, um dies zu erreichen. Wenn du zum Beispiel schraffierst, kannst du auch der Kontur deiner Flächen folgen, um die Richtung jeder Oberfläche zu betonen. Das wird noch wichtiger, wenn du gekrümmte Flächen schattierst oder Texturen darstellst. Solche Techniken werden bei Druckerzeugnissen wie Geldscheinen verwendet, die durch das Pressen von Pigmenten mit Metallplatten auf ein Stück Papier hergestellt werden. Sogar Rembrandt verwendete ähnliche Methoden in seinen Radierungen in dem 17. Jahrhundert.
Eine weitere wichtige Fähigkeit ist die Fähigkeit, Werte ineinander übergehen zu lassen. Bei der Schattierung gekrümmter Flächen und runder organischer Formen ist die Anwendung von Farbverläufen wie diesem unerlässlich. Stell dir vor, eine Kugel würde von der Seite beleuchtet. Unsere Hauptlichtquelle würde ihre Oberfläche bis zu einem bestimmten Punkt erreichen, bis zu diesem Schwellenwert. Hier hört sie auf, die Oberfläche zu beleuchten. Diese Schattenlinie ist der Punkt, an dem die Oberfläche der Kugel beginnt, sich zu wölben. Und die Oberfläche hört auf, direktes Licht von dieser Quelle in unsere Augen zu reflektieren. Das ist die Übergangszone zwischen Licht und Schatten. Dieser Bereich wird manchmal auch als Kernschatten bezeichnet und ist der Bereich, in dem die Schattierung auf runden Oberflächen am dunkelsten erscheint. Das liegt daran, dass es in der realen Welt fast immer sekundäre Lichtquellen gibt oder zumindest von anderen Oberflächen um das Objekt herum reflektiertes Licht, das auch die Schattenseiten unseres Objektes etwas beleuchtet. Wenn wir die Lichtquelle nach vorne zu uns hinziehen würden, würde sich die Schattenlinie von der Mitte nach rechts verschieben. Dann sehen wir, dass mehr von der Vorderseite der Oberfläche beleuchtet wird und sich der Kugelform anpasst, wodurch dieser verschwommene halbmondförmige Schatten entsteht. Wenn wir die Lichtquelle nach oben bewegen, verschiebt sich der Schatten entsprechend auf die gegenüberliegende Seite und so weiter. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie das funktioniert. Anhand dieser Skizze einer Birne möchte ich demonstrieren, wie man das auf wenige regelmäßige runde Formen anwenden kann. Legen wir die Lichtquelle wieder links oben fest und beginnen mit der Definition der Schattenlinie. Die Kenntnis von Konturlinien, etwas, worüber ich auch im Teil 4 der Serie gesprochen habe, kann hilfreich sein, um sich das vor Augen zu führen. Es kann auch hilfreich sein, sich vorzustellen, welche Bereiche das meiste Licht einfangen würde. In diesem Fall würde die Schattenlinie etwa so aussehen. Man kann sehen, dass die Kurve eine Art gequetschte Version des Profils ist. Das muss in keiner Weise exakt sein. Vor allem organische Formen wie diese sind sehr nachsichtig, wenn es darum geht, die Schattierung richtig hinzubekommen. Zum Schluss kann man die Schattierung noch mit einem Highlight abschließen, einer Reflexion der Lichtquelle auf der Oberfläche. Auch das Entfernen der Skizzenlinien kann zu mehr realistischem Aussehen beitragen, falls du das anstrebst. Eine methodische Schattierung wie diese ist eine Sache und sie hilft wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Aber in vielen Fällen muss die Schattierung nicht unbedingt exakt sein. Manchmal reicht schon ein kleiner Farbtupfer an der richtigen Stelle, um die Skizze vom Papier zu heben und die Dinge überzeugender und interessanter aussehen zu lassen. Schon eine leichte Veränderung der Werte wie diese verleiht selbst einer kleinen Skizze eine große Wirkung. Wie immer ist es die beste Möglichkeit zu üben, wie man Dinge, die man zeichnen möchte, schattiert, indem du von einer Vorlage zeichnest. Versuche deine Augen darauf einzustellen, Kernschatten als abstrakte Formen zu betrachten und sie zu vereinfachen. Du wirst feststellen, dass Bilder mit einer starken Lichtquelle und einem hohen Kontrast zwischen Licht und Schatten es leichter machen, diese Formen zu erkennen. Beim Zeichnen von Dingen mit komplexeren Schattenformen hilft es, die gesamte Komposition zunächst in vereinfachte Formen zu zerlegen und dann die Linienführung und Schattierung hinzuzufügen. Auch hier sind die Proportionen sehr wichtig und man kann viel über Komposition lernen, wenn man Licht und Schatten studiert. Schließlich spielen Wertkontraste als grafisches Element in deinen Zeichnungen eine wichtige Rolle. Man könnte sogar so weit gehen, sich auf zwei Werte zu beschränken und Bereiche wirklich entweder als Licht oder als Schatten zu behandeln. Probiere verschiedene Medien auf farbigen Papieren aus. Versuche, die hellen Bereiche stattdessen auf ein dunkles Papier aufzutragen. Diese Techniken verzeihen erstaunlicherweise Fehler und erlauben es dir, schnell zu arbeiten, was immer gut ist. Die Schattierung innerhalb eines Objekts wird also durch die Richtung der Hauptlichtquelle bestimmt, aber Objekte blockieren auch das Licht, das die Bereiche um sie herum erreicht, was als Schlagschatten bezeichnet wird.
Schattenwürfe sind hervorragend geeignet, um Objekte mit ihrer Umgebung zu verbinden. Mit Schlagschatten kann man den Raum um ein Objekt herum beschreiben, unabhängig davon, ob es sich um Beleuchtung handelt, Kontur oder den Abstand zwischen dem Objekt und den umgebenden Flächen. Ich werde dir das Grundprinzip der Erstellung anhand dieses Kastens erläutern. Nehmen wir an, dieser Karton liegt einfach auf der Straße. Es ist dunkel und eine Straßenlaterne leuchtet darauf. Wir wollen herausfinden, wie groß der Schatten ist, den der Karton bei dieser Beleuchtung auf die Straße wirft. Um die genaue Form des Schattens zu bestimmen, müssen wir auf diese drei Ecken achten, die am weitesten von der Lichtquelle entfernt sind. Wir beginnen damit, den Winkel der Lichtquelle zu definieren, indem wir gerade Linien zeichnen, die von der Lichtquelle ausgehen. Durch jede Ecke der Oberseite des Kastens und darüber hinaus bis zum Boden dahinter. Dann definieren wir die Richtung des Schattens, indem wir Linien zeichnen, die vom Boden direkt unter der Lichtquelle ausgehen. Und durch die Punkte, die sich direkt unter den oberen Ecken unseres Kastens befinden. In diesem Fall sind die Ecken des unteren Teils des Kastens etwa so. Jetzt müssen wir nur noch die Punkte finden, an denen sich die Linien, die wir gerade gezeichnet haben, kreuzen und sie verbinden. Dann haben wir den Umriss unseres Schlagschattens. Beachte, dass du in manchen Fällen, je nach dem Winkel deines Objekts, auch eine der verborgenen Ecken des Kastens finden musst, um die Richtung des Schlagschattens zu bestimmen. Je niedriger die Lichtquelle ist, desto länger wird der Schatten und umgekehrt. Wenn du das nächste Mal an einem sonnigen Abend draußen bist, achte darauf und du wirst die verlängerten Schatten von Dingen bemerken, wenn der Winkel der Sonne abnimmt. Beim Zeichnen von Schatten, die von natürlichem Licht angestrahlt werden, werden diese Linien praktisch senkrecht, da die Lichtquelle so weit entfernt ist. Je näher die Lichtquelle hingegen am Objekt ist, desto verzerrter wird der Schattenwurf. Eine einfache Methode, diese Dinge in der Praxis zu studieren, besteht darin, eine Taschenlampe oder etwas Ähnliches zu nehmen und auszuprobieren, wie sich die Bewegung der Lichtquelle um ein Objekt herum auswirkt. Beobachte deine Umgebung und es wird dir helfen, ein gutes Gespür für das Zeichnen zu entwickeln. Mithilfe von Leitfäden kannst du dir das Grundwissen aneignen, wie das Ganze funktioniert. Genauso wie man sich nicht auf perspektivische Linien verlassen muss, um ein überzeugendes Volumen zu erzeugen, kann man für die meisten Zwecke einfach abschätzen, wo der Schattenwurf landen würde. Das gilt vor allem für runde Objekte. Mit digitalen Werkzeugen kann man überzeugende Schlagschatten sehr effektiv erzeugen, indem man einfach die Silhouette eines Objekts dupliziert und verzerrt. Für alle, die gleich mit dem Schattieren anfangen wollen, habe ich wieder einmal ein Übungsblatt vorbereitet, mit dem du loslegen kannst. Dieses Blatt enthält eine Reihe von Formen, an denen du das Schattieren üben kannst und eine Reihe von Fotos, die eine gute Referenz für das Schattieren darstellen. Den Download-Link findest du in der Beschreibung. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, war dies der 5. Teil unserer kostenlosen Serie Zeichnen lernen. Also sieh dir auch die vorherigen Teile an. Abonniere den Kanal, hinterlasse einen Kommentar und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!